Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Special-Folge vom Fernbus-Simulator. Und zwar ist die Folge sofort vorbei, sobald ich einen Unfall baue. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus Versehen jemanden ramme, Abstände falsch einschätze, ist ziemlich hoch. Ich bin echt gespannt, wie lange ich überlebe. Wir fahren eine Strecke, die ich oft gefahren bin. Und zwar von Hamburg aus, meiner Geburtsstadt, nach Köln, die Stadt in meinem Herzen. Das war die erste Stadt, wo ich hingezogen bin. Und auf der Strecke bin ich einmal fast gestorben. Gute Zeit. Wir fahren ein MAN-Teambus. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch der Bus, mit dem der FC Bayern immer unterwegs ist. Okay, sobald diese Einblendung da kommt, leichter Unfall, schwerer Unfall, sonst was, ist vorbei. Ich darf geblitzt werden. Das ist kein Problem. Es geht darum, dass wir halt keinen Unfall bauen. Dann steigen wir doch mal ein. Schreibt gerne in die Kommentare, was glaubt ihr? Wann ist vorbei? Wir werden auch natürlich so wenig kacken wie möglich. Nicht, dass jetzt hier irgendjemand mir unterstellen würde. Das weiß ich sowieso nicht, dass ich hier irgendwie so tue, als wenn ein Unfall nicht passiert wäre. Weil ich weiß, dass ich vielleicht nicht unbedingt der beste Autofahrer der Welt bin oder Busfahrer. Aber wäre ja auch langweilig, wenn ich perfekt fahren würde. Also ich werde mich natürlich jetzt anstrengen, aber ich werde schon fahren wie immer. Das habe ich mir eigentlich felsenfest vorgenommen. Also zumindest... Oh. Das wäre es gewesen. Ich komme nicht mal vom Parkplatz runter. Nee, 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 nee. So, guck mal jetzt hier. Wir warten. Zip, zap, rap. So, easy going. Komm schon, mach das Tor auf. Oh. Tip, top. Gut, links, rechts gucken. Nicht, dass uns hier jemand reinfährt, dass wir irgendjemandem reinfahren. Alles frei. Ja, rote Ampel fahre ich auch. Das juckt. Oh, oh, oh. Wir gucken. Sieht gut aus. Okay, ich habe mal null auf die andere Seite geguckt. Sehr gut. Oh, oh, nein. Okay. Alles easy. Okay, irgendwie ist das ganz cool. Also ich bin zumindest ein Ticken angespannter als sonst. Also man muss ja auch sagen, viele denken immer, dass ich so sorglos fahren würde. Ja, hier werden wir geblitzt, das war mir klar. Das weiß ich mittlerweile in Hamburg. Ist aber auch egal, weil ich habe eh keinen Führerschein aktuell. Nein, also ich habe im Real Life habe ich einen Führer. Oh nein, halten Sie, machen Sie Stopp. Das wäre zum Beispiel eine Situation, da hätte ich jetzt normalerweise Gas gegeben und hätte versucht, ihm halt auszuweichen. Oh, ich habe null in die Spiegel geguckt. Wenn jemand auf der linken Spur gefahren wäre, wäre die Challenge schon längst vorbei gewesen. Kommt jemand? Nee, 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 nee. Schaffen wir. Einfach über die... Stopp! Okay, alles easy. Geiles Ding, Mann. So. Ich probiere trotzdem noch schnell über die Ampel zu kommen. Sehr nice. Perfekt. Läuft doch. Also wir haben auf jeden Fall schon viele Regeln gebrochen. Guck mal hier, das können wir zum Beispiel machen. So, weil das ist ja kein Unfall. Ich werde jetzt aber trotzdem einmal die Kurve fahren, weil wir da in diese Bucht rein müssen. Und die Bucht ist manchmal problematisch. Ah, oh, 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 oh. Das ist tatsächlich eine ätzende Bucht, weil das ist die erste. Da müssen wir richtig ausholen. So, warte. Ja. Yeah. Weil auch da... So, stopp. Okay, sehr nice. Feststellbremse, dann kann da nichts passieren. Geiles Ding, wir leben noch. Also... Hallo. Das ist doch kein Problem. Hallo. Ja, nach Köln. Holly. Sag mal, bist du nicht auch Let's Player? Nelly. Nelly Furtado. Komm rein, Nelly Furtado. Sie wollen bestimmt mein Team. Die war früher Abigail. Die war früher voll angesagt. Mit Justin Timberlake. Temme. Temme, komm rein. Ich finde es auch gut, wie das Öl so klein geschrieben ist. Davide. Ja, Davide. Ja, bitte. Hallo. Fahren Sie in eine Richtung? Bennett. Natürlich, Bennett. Bitte. Arno! Arno, komm ran. Arno Dübel. Violetta. Violetta, rein mit dir. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, klar, Benedikt. So, wer ist jetzt hier noch am Start? Ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Ah, das ist doch gar kein Problem. Du kriegst eins. Ich weiß leider deinen Namen nicht, aber wenn ich ehrlich sein soll, ist mir das auch scheißegal. So, Jasper. Geiles Muskelschirm. Oh, der hat den Bizeps, der Jasper. So,
kein Trottel dabei. Außer der Busfahrer. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Am heutigen Tag haben wir eine No-Unfall-Challenge, die eigentlich normalerweise jeder Busfahrer haben sollte. Also ich darf keinen Unfall bauen, falls doch, ist die Folge sofort, wirklich sofort vorbei. Deshalb schallert gerne nochmal ein Like rein, wenn euch diese kleine Special-Folge gefällt. Hört euch gerne die neueste Folge vom Äffchen mit Käffchen-Podcast an und schaut gerne auf paluten.shop vorbei, falls ihr vielleicht einen kleinen Mini-Paluten haben wollt. So, dann werden wir jetzt mal gucken. Feststellbremse, wir müssen rückwärts. Oh Gott. Oh nein, rückwärts. So, wir gehen hier, wir gehen hier auf Nummer sicher. Sehr gut. Bremsen. Oh, stopp. Oh, Junge, mach doch nicht diesen. So, erster Gang. Alter, das sind 500 Kilometer. Oh nein. Ich dachte, hier gibt es okay, warte, stopp. Da habe ich jetzt ja gar keinen Bock drauf, dass die mich die ganze Zeit nervös machen. WC wird freigegeben, Küche, WLAN, perfekt. So, ich mache mal Temperatur ein bisschen runter, weil sonst heult ihr wieder rum. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Vor allem müssen wir jetzt hier gleich links raus. Oh, waren das gerade die Kölner Haie? Was haben die... Oh, Köln, glaube ich, auch abgestiegen, ne? Rest, also nicht Rest in Peace an alle Kölner, weil ist ja jetzt... Ist ja, also, ist trotzdem ein Tag zum Trauern. Schaffen wir? Oh, nee, guck mal. Nee, jetzt ist sowieso grün. Hier der gute Hamburg. Ich muss sagen, ich finde den Hamburger Hauptbahnhof sehr, sehr schick. Oh, können wir hier einfach, können wir es riskieren? Nee. Guck, das wäre fast, das hätte ich mir vorstellen können, wäre ein Unfall geworden. Wir riskieren trotzdem. Stopp. Sorry. Junge, das Problem ist auch, ich habe heute wieder Handwerker im Haus. Und die sind hier, ich glaube, einen Raum weiter. Die denken auch, ich bin völlig bescheuert. So, weil... ja, das ist jetzt blöd. Warte. Ah, was mache ich jetzt? Ich kann die Spur nicht wechseln, weil da kommen immer Autos. Dann fahre ich links. dann ist mir egal. So, der ist doch auch gerade über Rot gefahren. Schnell doch mal rüber schlupfen. So, das... Oh, nee. Hör doch auf, jetzt die Spur noch zu wechseln. Guck mal, weil das wäre Ende. Ach, Mann. Warte. Ich probier's trotzdem. Ist mir egal. Oh, nee, jetzt kommen die von vorne. Ja, ich muss hier links. Bitte. Stopp. Ja. Ah! Nee, was machst du denn? Okay, ich fahr schnell. Sehr gut. Also ich meine, es ist schon ein Ticken mehr, so ich fahre nach Regeln als vorher. Ich muss zumindest gucken, dass ich die anderen Leute halt nicht ramme. So, jetzt kommt hier nochmal ein Blitzer. Moin! Daumen hoch. Sind Sie gerade geblitzt worden? Ja, ich bin geblitzt worden, ne? Das ist aber schwierig. Oh, guck mal hier. Direkt Werbung. Oh, oh. Aufpassen. Sehr gut. Oh nee, Nase juckt. Oh, ich hasse das. Ja, anmachen. Hä? Ich hab doch schon runtergestellt, Oma. Ey, wir sind jetzt hier nicht bei Wünsch dir was. Oh, Vierspur. Oh. Ich hab nicht in den Spiegel geguckt und er fährt einfach rüber. Er wollte, dass die Challenge rippt. Oh Gott. Ich überhole ihn. Bleib auf deiner Spur. Er beschleunigt. Okay. Ist ja gut. Ist okay. Ich fahr dann hier auf die Überholspur. Eieiei. So. Nur noch 450 Kilometer. ich brauche halt den anderen Spiegel. Aber ich kann auch nicht weiter irgendwie rauszoomen. Na guck mal, da kommt zum Beispiel jetzt einer von rechts. Wenn ich jetzt nach rechts rüberfahren würde, das ist illegal, das dürfen sie gar nicht rechts überholen. Oh nein, warum bremst du? Ich zieh durch. Oh, Glück gehabt. Warum ist denn hier plötzlich von dreispurig auf vierspurig, dann wieder zurück? Aber das war auch das Problem. Er hat gebremst, wären wir einfach generell weiter durchgefahren, wäre gar nichts passiert. So war es nochmal ein bisschen knapp. Ich finde es auch geil, wie einfach alle auf der ganz rechten Spur fahren. Das ist natürlich vorbildlich. Weil so können wir schön an jedem vorbei. Aber da hinter uns, das ist doch ein Bus. Ja, guck mal hier. Warte mal, ich fahre rüber. Ich blink. Okay. Ne, dann ist alles gut. So, er kann jetzt überholen. Und dann wir machen jetzt auch mal richtig, dass wir jetzt hier auf die rechte Spur fahren. Sorry nochmal, das wollte ich wirklich nicht. Hier rüber, ja. Oh, guck mal, jetzt ist auch nur noch zweispurig. Also die A1 Richtung Köln wird doch nie zweispurig. Ja, jetzt wird's hier enger. Das finde ich natürlich ein bisschen blöd jetzt hier.
Aber oben sehe ich, ist frei. Sehr gut. Also wir zecken uns ganz gut ein in den laufenden, fließenden Verkehr. Das muss ich schon sagen. Also jetzt, das ist jetzt das Problem. Ja, doch, der ist weit genug weg im Spiegel. Man kann auch irgendwie, das könnte ich natürlich auch mal probieren. Oh, scheiße. Nee, man kann irgendwie, man kann irgendwie Spiegel anmachen. Nee, jetzt ist doch das doch Mist. Jetzt hör doch mal auf. Stopp. Danke. Irgendwie geht das auf jeden Fall. Ich weiß nicht wie. So. Hier einmal blinken. Sehr nice. Guck mal. Also ich bin schon ein bisschen begeistert von uns. Also die Rohaufnahme, und wir werden ja hoffentlich so wenig wegschneiden wie möglich. 14 Minuten. Also 15 Minuten Rohaufnahme haben wir überlebt. Das ist super. So, guck mal, jetzt können wir hier rüber. Zack, Alter. Und wir haben auch schon 100 Kilometer geschafft. Das muss uns erstmal jemand nachmachen. Ohne einen Unfall. Könnten Sie mal die Klima anmachen? Die Klimaanlage ist an. Ich kann jetzt aber auch nicht. 24 Grad ist doch super. Stell dich mal nicht so an. Jetzt wird's hier ein bisschen blöd. Die Feuerwehr muss mal ein bisschen schneller hier. Ah, nee, ist das. Doch, ist Feuerwehr. Ja, 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 oder? Ja, ja. Da, ja. Fire Emergency. So, aber warum steht. Oh, nee, das ist jetzt blöd. Das. Ah. Okay, ich muss Standstreifen fahren. Oh, das wird eng. Das ist ganz eng. Ja, weil der eine jetzt plötzlich da zum Überholen angesetzt hat. Jetzt bitte nicht auf meine Spur. Ich bin als Erster. Boah, diese ganzen Handys, die hier die ganze Zeit schon bimmeln, die machen mich richtig nervös. So, Bremen-Osnabrück. Okay, Köln steht nicht mal dran. Ah, okay, Köln ist auch noch ein bisschen entfernt. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie in Bremen. Ich weiß nur, also, ich hatte ja in meiner Schulklasse immer viele Hamburg-Fans, also vom HSV, also auch richtig krasse Fans, und die dann immer, was war das mit Werder Bremen? Was ist grün und stinkt nach Fisch? Werder Bremen. Ey, no front an die Bremen-Leute. Ich hab's immer bewundert mit die Zeit mit Diego. Kennt ihr noch Diego? Der hat mal bei Werder Bremen gespielt. Und auch Miroslav Klose. Gute Zeit. Oh, Polizei da vorne. Aber heute können wir, also gut, wir haben ein paar Sachen missachtet. Wir wurden zweimal geblitzt. Oh, warte mal, jetzt müssen wir. Nee, bitte, bitte, hören Sie auf. Hören Sie, stopp. Stopp, stopp, stopp. Oh, Alter, fast Unfall gebaut. Aber ich wollte jetzt auch nicht bremsen. Wilhelmshaven, Osnabrück, Bremen. Ja, wunderbar. Ich spiele es jetzt erstmal safe und bleib erstmal auf der linken Spur, auch wenn ich dadurch ein bisschen. Ja, guck mal, weil der hier. Oh, das wär beinahe das Ende gewesen. Krass. Ja, weil die Dame hier. Ma'am, es tut mir wirklich leid, aber. Ja, Sie müssen jetzt gleich runter. Nee, was machst du denn? Junge, bitte, stopp. Nee, jetzt bitte. Nee, 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 nee. Rote Dame, bitte, 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 bleiben Sie auf Ihrer Spur. So, komm. Hier. Schleiche auf der linken Spur. Komm, runter da. Bitte. Oh, 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 jetzt. Oh, okay, ich nehme alles zurück, Alter. Er gibt Gas. Er zündet Nitro-Turbo-Boost. Das sind wieder unsere Freunde von der Polizei. Moin, Jungs. Super Job macht ihr. Alle die Straße sauber. Alarm für Cobra 11. Okay. Ist doch gut. Und es tut mir leid. Das Ding ist, bei meinem Mikrofon und so, ich muss mich immer so. Ich weiß, es sieht aus, als wäre ich eine alte Oma, wenn ich Auto fahre hier. Aber geht halt nicht anders. Warte mal, ich gehe auf die mittlere. Weil so bin ich. So wäre es natürlich chilliger, auch für mich. Aber dann ist das Mikrofon hier so weit weg. Deswegen muss ich ein bisschen. Ich muss ja auch ins Mikro quatschen. So, ich bleib mal auf der mittleren Spur. Mittelspurschleicher. Eieieiei. Oh, da hinten Flixbus. Ich glaube, wir können sogar hier einmal nach. Ja, einmal noch einen nach rechts. Perfekt. Oha, fast 200 Kilometer unfallfrei. Oh, da liegt ein Reifen. Oh, der hätte problematisch werden können. Wenn wir dann. Oh, der ballert. Da ein Ausweichmanöver gestartet hätten. Zack. Weil ich weiß nicht, ob dieser Reifen da eine Kollisionsabfrage hat. Warum sind die denn alle so schnell? Selbst der Flixbus da hinten fährt uns weg. Ich dachte, wir würden irgendwie ein bisschen rankommen, aber nix da. Ach, guck mal, der eine fährt jetzt auch hier schon runter. Oh, nee, warte, 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 stopp. Ich muss hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fahr, 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 fahr. Du bist so ein Assi. Alter Schwede, wie er selbst. Oh, oh Gott. Boah, guckt euch da in den Rückspiegel, der. Darf ich? Ich fahr wieder rauf.
Der wollte uns abdrängen. Könnten Sie mal die Klima anmachen? Ach, Oma, Alter. Wir haben hier wirklich wichtigere Dinge zu tun. Oh, warte, jetzt müssen wir... Warte mal, wir müssen... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, 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 okay. Stopp, stopp, stopp. Stopp. Ich muss hier rüber. Ich muss hier rüber. Ich muss noch einen rüber. So, okay, easy. Hä? Nee, warte. Ich musste mir gar keinen Stress machen. Weil alle Wege führten hier nach oben. Okay, hier. Oh. Okay, das war ein bisschen risky, das gebe ich zu. Aber ich habe ja auch gesagt, ich will jetzt ja hier nicht zu safe spielen, sondern ich will schon so schnell wie möglich von A nach B. Und das schafft man ja nur, wenn man auch mal ein bisschen ballert. Boah, es wäre interessant zu wissen, wie das ist, wenn ich mich wirklich mal an alle Verkehrsregeln halten würde. Wirklich an alle. Das ist jetzt ja hier Hauptsache nicht irgendjemanden wegballern. Was auch schon unfassbar schwer ist. Ich fahre hier schon seit... Oh, warte, 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 warte. Chillt? Chillt ihr da hinten? Chill. Ja, sehr gut. Ich glaube, wir haben auch echt Glück, weil... Oh, nee, 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 nee. Was war das? Habt ihr das gerade gehört? Also, ich schwöre, das war nicht der Bus, den wir da gerade hinter uns... Den haben wir nicht gerammt. Aber es hörte sich trotzdem so an. So. Oh, nee, warte. Ha? Ja, safe. So, jetzt wieder dreispurig. Oh, 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 guck mal hier. Guck mal hier. Stopp! Junge! Vor allen Dingen, warum flame ich ihn? Er macht nichts falsch. Aber trotzdem kriege ich einen Herzinfarkt, wenn ich da so andere Autos... Guck mal, den roten Flitzer hier. Der kommt uns so, oh, oh, so nah. Ja, ich meine, genau du. So steht... Ja, Köln steht sogar schon dran. Nur noch... Wir haben die Hälfte. Die Hälfte haben wir geschafft. Ich muss, so blöd das klingt, gerade echt mal meiner Frau antworten. Das ist doch ätzend. Leute, jetzt chillt mal. Chillt. Darum soll man sich also... Scheiß Handy!